Geh schon. Ey, wenn das irgendeiner ist, der dich zum Arbeiten holen will, ja? Wimmel ihn ab. Logisch. Hey. Hallo. Olivia, hast du nicht irgendwie so ein Fotoshooting oder sowas? Nö, ist ausgefallen. Ich hab den ganzen Nachmittag frei. Und ihr? Wir wollen grillen. Oh, war ich schon ganz lange nicht mehr. Oh, wir auch. Und deshalb wollen wir das auch alleine machen. Endlich mal wieder. Was soll das denn heißen? Was, sonst muss ich dich ja immer mit unseren Gästen teilen. Ach komm. Ey, das ist härter, als du denkst. Jedes Mal, wenn du in der Theke arbeitest, wirst du von allen Seiten angebaggert. Klar, von Frauen. Und von Männern. Oh, lecker. Manchmal sogar von gut aussehenden. Sag mal, ist der noch übrig? Bist du eifersüchtig? Können wir jetzt mal los? Ja, dann noch einen schönen Tag. Hey. Kann ja sein, dass ich mal mit Gästen flirte, aber das gehört dazu. Du machst dir deswegen doch keine Sorgen, oder? Solange es nur beim Flirten bleibt. Los, sonst bring das runter. Der Typ darf mit dir reden. Ich habe aber keine Zeit. Hat er gesagt, was er will? Er meint, es sei wichtig. Irgendwer kenne ich den. Vorhin hat er sich Notizen gemacht. Und jetzt studiert er schon die ganze Zeit die Karte. Vielleicht ist er vom Ordnungsamt. So sieht er nicht aus. Wie sieht denn bitte einer vom Ordnungsamt aus? Was flüstert ihr denn? Nichts. So? Abmarsch. Der Typ, der will unbedingt mit Onni reden. Der gut aussehende? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer das ist und ich will auch nicht mit ihm reden. Wir gehen jetzt grillen. Und wenn es wichtig ist? Ja, los, geh schon rüber und frag ihn, was er will. Ach komm, das ist unser Nachmittag. Die paar Minuten habe ich jetzt auch noch. Los. Also gut. Hey, Oliver Sabel, Sie wollten mit mir sprechen? Lukas Weidner? Freut mich. Hey, sag mal, weißt du, worüber die so lange reden? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dem Herrn Maracuja-Saft nicht gut genug ist. Er möchte Papaya-Saft. Und zwar frisch. Tja, kann er vergessen. Papayas sind aus. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Aber Olli meinte, ich soll noch mal nachsehen. Was? Ich glaube, es hackt. Darf ich vorstellen? Lukas Weidner. Hallo? Christian Mann. Mein Mitarbeiter. Ja. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, das dauert nicht mehr lange. Miriam schon nach den Papayas geguckt. Ey, schön, wenn es heute noch was wird. Papayas sind aus. Kannst du dann schnell loslaufen und welche holen? Was? Bitte. Ja klar, mache ich doch gerne. Wir haben gerade über saisonale Angebote gesprochen. Ich kann auf eurer Karte keine Sommercocktails finden. Pina Colada, Caipirinha. Hi, Lena. Hi. Olli schickt mich. Ich soll frische Papayas besorgen. Habt ihr noch welche? Moment, ich schau mal. Danke. Hey, wo hast du denn Olli gelassen? Der hat noch zu tun. Wolltet ihr nicht grillen? Ja, das wollten wir, aber er hat noch einen wichtigen Gast. Was denn für ein Gast? Was weiß ich? Lasst mich raten. Der Gast ist männlich. Ja. Schwul? Gut aussehen? Was weiß ich denn? Ich habe ihn nicht gefragt. Dann ist ja klar, dass Olli sich um ihn kümmern muss. Sogar besonders intensiv, würde ich sagen. Ah. So, die dürften reichen. Was kriegt ihr von mir? Charlie sagt, es passt schon. Okay, danke. Du bist so naiv, das ist fast schon wieder süß. Jetzt hör doch auf. Die unterhalten sich einfach nur. Natürlich. Alles völlig harmlos, deswegen hat er dich ja auch weggeschickt. Papayas holen. Ich kann Olli vertrauen. Dann ist ja gut. Ja, ich denke, soweit haben wir alles besprochen. Dann können wir jetzt zum privaten Teil übergehen. Ich habe leider keine Zeit. Ich bin mit Christian verabredet. Also ich kann ihn nicht sehen. Wie wäre es, wenn wir woanders hingehen? Hier in der Nähe hat ein cooler Laden aufgemacht. Normalerweise gerne, aber das geht nicht. Du kannst Christian doch sagen, dass du geschäftlich noch mal weg musstest. Ich
Wir sind deine scheiß Papayas. Ist der immer so freundlich? Ich erkläre dir das gleich alles, ja? Du brauchst mir nichts erklären, ich habe schon alles gesehen. Ich glaube, das macht ihr besser unter euch aus. Ich gehe dann mal. Das kommt aber nicht zu tragen. Du wirst jetzt deinen scheiß Saft austrinken, für den ich hier stundenlang durch die Stadt gelaufen bin, klar? Das ist jetzt echt umgelaufen, tut mir leid. Mir auch. Schade. Eigentlich ein ganz netter Laden. Tja, bis dann. Willst du mich hinterhergehen? Weißt du, wer das war? Dein neuer Freund? Lukas Weidner. Sagt dir nichts, oder? Nee, gerade nicht. Gastrokritiker beim Stadtmagazin. Und wenn schon. Ein positiver Bericht von dem und du hast ausgesorgt, aber das kann ich jetzt ja wohl vergessen. Ach so, wie weit wärst du denn gegangen, damit er was Schönes schreibt, ja? Sag mal, merkst du noch was? Höflich zu sein ist Teil unseres Jobs. Ja, genau, höflich. Christian, ich will nichts von dem, begreifst du das endlich? Vielleicht will ich es ja gar nicht begreifen, weil ich sowas einfach nur zum Kotzen finde.